Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Minecraft. Ja, und wir sind wieder zurück. Der Abenteurer in mir ist wieder zurück. Und wir spielen in dem brandneuen Modpack Hexplored. Und das ist wie Hexit, nur besser. Also in 1.6 auch übrigens. Und es ist sowas von genial. Und lasst uns einfach mal anfangen, weil es ist wie Hexit. Wirklich nur wie in besser. Och du Scheiße. Und wir haben schon direkt Start-Equipment. Genau, die Nacht-Items brauche ich gerade mal nicht. Und ja, die kann ich schon alle mitnehmen. Auf die Paintbrushes, die sind mir ganz wichtig. So, Kiste abbauen. Und wir beginnen wieder zügig mit den Grundlagen, wie in Hexit auch. Und wir können ja vielleicht schon die ersten Sachen erkunden, weil hier geht alles ums Erkunden, um Abenteuer und so weiter. Und ja, dann werden wir mal gucken. Minimap ist natürlich auch oben. Gucken wir mal. Ja, Sound ist perfekt. Ach, Goblins. Schlachten wir euch mit der Hand. Oh. Oh, fuck. Und Hunger haben wir auch. Scheiße. Oh. Hier war übrigens auch Hangar Overhaul und Enviromine drauf, aber das habe ich alles rausgemacht. Das passt alles nicht hierzu. Ja, komm, Spitzhacke. Und ab dafür. Gehen wir mal in den Untergrund. Und los. Nein, 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 da wollen wir nicht abbauen. Und hier ist auch Geostrata drauf. Also neue Gesteinsschichten. Auch sehr lustig. Kann man wieder bestimmt schön mitbauen. Und Chisel ist hier drauf. Karten des Blocks weiß ich nicht so wirklich. Aber da kann ich ja noch zusätzlich installieren. Das bin ich ja langsam des Zuinstallierens mächtig. Wenn ich weiß. Ich bin mir gar nicht sicher, wie es um die Diamanten bestellt ist. Ob das jetzt wirklich so wie in Hexit ist oder so. Aber hier haben wir einfach schon mal Eisen. Watch out. So. Genug Stein für Tools haben wir eh schon. Dann werden wir den Golems mal einheizen, denke ich mal. Oh, Gravel, okay. So, rip. Ein Crafting Table und da machen wir uns erstmal einen schönen Ofen. Und dann können wir eigentlich schon Tools machen hier. Ein Limestone-Schwert. Ja gut, das gibt ein normales Schwert, klar, logisch. So, jetzt mal hier besser machen. Zack, dann brauchen wir eine Schippe. Und wir brauchen eine Axt. Schön. Und dann haben wir hier das Zeug und nichts zu essen, was soll's. Haben wir das kotig gebaut? Ja, wir haben es kotig gebaut, scheiße. Dann müssen wir mal hier, zack, zack. So. Gehen wir mal runter. Das Lied habe ich gefühlte 3 Milliarden Mal gehört. So, weg ist es. Warte mal, ich sehe auch gar nichts mehr. So. Hier mit Erde ist auch ganz schön viel Zeugs. Gut, ich denke aber, das reicht aber auch erstmal. Nehmen wir die Sachen wieder mit hier. So, Fackeln haben wir noch. Schön, dann wollen wir nämlich nach oben gehen und den Golems mal einheizen. Den Goblins eher. Fehlen nur noch die Geister. Ja, aber das Modpack, das ist echt sowas von genial. Ha. Wo seid ihr, Goblins? Komm mal, gehen wir erstmal hier rein. Ich kenne das alles noch nicht. Aha, wir kennen es aus Hexit. Hallo. Tschüss. Uah. Matmos ist übrigens auch drauf. Zack. Zack. Ja, wundergeil. Wir haben eine Eisenaxt. Gut. Und ein Brot. Das ist natürlich sehr praktisch. Und ein Apfel. Den fressen wir sofort rein. Super toll. So. Gut. Geil. Ich habe in Hexit habe ich im Singleplayer mich in so einem Ding eingenistet. Ich glaube schon. Doch, 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 klar. Das war lustig. Die kann ich auch mal bei Gelegenheit irgendwie zeigen. Guard Archer. Macht der überhaupt was? Wie viele Äpfel der droppt? Geil. Oh, oh, oh. Der. Oh Gott, der. Oh, critical hit. Bam. Die spawnen hier, okay. Haha, lustig. Gibt's da irgendwie Loot drin?
Oh, Diamantschwert. Raus hier. Lol. Hallo. Ah, ich habe keine Ahnung, ob der herkommt. Ah ja, wie wär's mit dem Diamantschwert? Ist das genial, was ein Start. Jo, wollte ich auch gerade sagen. Ah, hier gibt's noch Essen. Ja, lustig. So, aufnehmen durch, Musik ist an, alles perfekt. Hier ist so eine Ruine. Ah, ist nichts Tolles hierbei. Oh, was ist denn hier vorne? Also hier gibt es so viel zu erkunden, das ist sowas von epic. Okay, wenn das Ende ist. Ich sag's euch. Oh fuck, der Gartner ist uns gefolgt. Critical. Hit. Boah. Oh, scheiße. Dass der mit seiner Faust so viel anrichten kann. That's what she said. Oh, so. Also wenn das jetzt das Ende ist, dann, müssen wir die Serie schon beenden. Normalerweise... Oh, Kohle. Gut. Basalt. Kriegen wir auch durch. Normalerweise dürfte es aber noch nicht, so, also das... Kupfer, genau. Metallurgy ist drauf. Das freu ich mich auch besonders drauf, weil das ist erinnert an alte Altipick-Zeiten. Sehr geil. Also das macht echt viel Spaß. Und hier ist Tinkers Construct drauf. Da können wir richtig schön die Sau rauslassen mit Metallurgy und Tinkers Construct. Da kann man so viel geile Sachen machen. Also das ist... Diese Serie, die muss einfach gut werden. Also das ist... Das kann nicht sein, weil das ist... Es kann gar nicht anders sein, weil... Ich habe den Elan schon sofort gemerkt hier von der Serie. Optimal. So, hier. Komm, Ende irgendwo. Ach, glaube ich. Und hier ist eher eine Ruine oder sowas. Ja gut, lassen wir erstmal. Können uns den Ort ja merken. Ja, hier ist echt eigenartig. Ich grab den grünen Stein einfach mal nach. Okay, hier hört schon auf. Zinn. Okay, nehmen wir Zinn mit. Ah, da können wir Bronze direkt machen. Ist gar nicht so verkehrt. Schön. Ja, dann gehen wir wieder hoch. Das ist nicht das Ende. Das wäre es übrigens aber auch gewesen. Das wäre es. Jetzt das Ende schon gefunden. So. Kohle können wir immer mitnehmen. Hier ist auch kein Vein Miner drauf. Ich finde, das ist ein bisschen Cheaterei. Für Technik ganz praktisch. Aber hier sollte man wirklich noch... Wir hatten noch schon fast alles. Da sollte man wirklich... gut spielen. Aber wir haben kein Essensproblem wie in Hexit. Da sind wir fast krepiert an Hunger. Naja, konnten wir nicht, weil wir auf normal gespielt haben. Hier spielen wir auch schon direkt auf normal, deswegen. Die fange ich ungern auf Peaceful an, weil hier ist geballte Action schon am Anfang. Resource Pack sieht man ja noch keins. Ach du heilige Scheiße, ist ja alles voll. Ein Bett, das wird so eine Sache. Ihr könnt mir übrigens schreiben, was soll ich für ein Resource Pack nehmen? Es gibt noch keine Mod-Unterstützung, schätze ich. Was ist das denn für ein komischer Golem? Schreibt mir einfach. Oh. Alter Verwalter. Oh fuck. Erstmal noch nicht so lustig. Das ist ein Goblin-Dorf. Der Baum sieht ja endgeil aus. Sollten wir was zu essen? Zu essen vor allem. Wir sollten was zu essen, genau. Schafe habe ich vielleicht übersehen oder so, aber ich habe bisher noch gar keine gesehen. Diese Kühe. Am liebsten würde ich mich ja erstmal hier einlisten, aber es ist ja... Nein! Dankeschön. Alter. Bitte Regeneration. Na, ja, die haben gesagt... Nein. Das ist das schwierigere Hexit. Alter! Dein Ernst? Boah, eine geile Schlucht. Ich will alles erkunden, aber ich bin arm dran. Alter, der Hunger auch vor allem. Boah, ey. Ich dachte schon. Unterirdisch vergraben, was soll man machen? Hier sieht man Tageslicht, aber mehr auch nicht. Ah ja, hier Sand, scheiße. Ui. Gut, dann machen wir uns jetzt, an und eine Stahlspitzhacke. Komm, was soll's. Jo, Pferd. Getting an Upgrade. Und wie?
Wir haben uns... weil wir jetzt Holzsachen bekommen haben und dann jetzt Sandsachen, ich verstehe. Ja, Sand, ich weiß, du magst uns nicht. Ich auch nicht. Ich mag dich auch nicht, Sand. So, da kommt hier nämlich der Ofen hin. Da kommen hier Blöcke, hier Items. Wunderbar. Und das Pferd, dem Pferd mache ich den Garausgleich. Also das ist... So. Zack, 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 zack. Eigentlich alle Items. Ja, eigentlich alle Items. So, die Kiste, die kommt noch dahin. Und essen wir mal. Schön, da brauche ich mal ein bisschen mehr Platz hier. So. Hier kann jetzt auch jeder reinfallen. Fällt mir gerade auf. Naja, machen wir hier ganz komplett frei. Zack. Natürlich werden wir uns am nächsten Tag was Besseres suchen. Hatten wir eigentlich in Hexen schon ein Bett am Anfang? Nee, hatten wir auch nicht. Da hatten wir, Alter, den Pferd, den werde ich jetzt erst gar ausmachen. Und diese Paintbrush, die sind so unnötig wie sonst was. Aber Äpfel. Haben wir die nicht gesteckt? Noch mehr Fackeln. So, schön. Gut, dann können wir uns ja wieder was hochbauen. Oh, scheiße. Komm mal raus hier. Wieder so ein Enddingens. Wo bist du? Bist du das? Zombies. Oh, oh. Dankeschön. So, gut, sind wir wieder sicher. Blup. Schön. Gut. Ja, dann haben wir einen lustigen Start gehabt. Kann man daraus Mehl machen? Tatsächlich. Ja gut, dann machen wir schon mal 10 Brote. Gut, geil. Wunderbar. Zügiger Einstieg, wie immer. So. Wir können auch die Holzschwerter eigentlich mal da reinwerfen. Statt der Kohle mal die zwei Holzschwerter. Wunderbar, die Brote werden gebacken. Und wir könnten eigentlich die Zeit für Minenarbeit nutzen. Ah, ich freue mich schon echt auf die Erkundungssachen, weil wir brauchen einfach Eisen, damit wir eine Rüstung haben. Und dann finden wir, glaube ich, den epischsten Stuff finden wir sowieso schon überall. Wir haben ja gesehen, Battle Tower ist drin, Better Dungeons sind drin und zahlreiche neue lustige Modifikationen, die ich nie gespielt habe. Also wirklich, ich wusste gar nicht, dass es so viele Modifikationen noch gibt, die ich nicht kenne, weil ich kenne echt schon einen ganzen Batzen. Aber das ist das Gute, dass ich mich nicht so über Rollenspielsachen informiere. Der Zombie dürfte übrigens hier auch runterkommen, glaube ich. Na gut. Machen wir mal weiter, wir sind ja noch gut in der Zeit hier. Aber scheint nicht, dass Diamanten so häufig sind. Ja, dann haben wir ein bisschen, aber wir haben ja schon Diamantenschwert. Was soll's. Gehen wir halt ein bisschen her hier. So, Kohle. Schiefer gibt's hier auch. Ui. Ah ja, ich sehe die Schlucht. Klar, hier können wir einiges abbauen. Wunderbar. Gehen wir mal hier runter. Ja, fall ruhig runter, Kohle. So. Wunderbar. So. Eigentlich müsste es noch Zeit für die Nacht-Playlist. So. Kohle. Egal. So. Dark Lords RPG. Keine Ahnung. Man sieht hier übrigens oben auch Weiler Harvestability. Nicht bekommbar. Pansy. Geil. Erfahrungserz. Magical Experience. Explosion Spell. Oh, hier gibt's Zaubersprüche. Ah, Bottle of Enchant. Den kann man irgendwas mit Rechtsklick machen. Nick, nee, geht nicht. Granit. Essenzohr geht eigentlich auch nicht. Nee. Marvel von Artifa ist richtig geil. Man kennt das ja noch. Ist so epic. Ah, oh Mann, die guten alten Hexezeiten. Das ist aber
es macht einfach dann mal ein bisschen mehr Spaß und man könnte zwar jetzt eine neue Hexit-Welt anfangen, allerdings wäre das bei weitem nicht so lustig. Deswegen, Phosphorid. Mit Metallurgy haben wir nie richtig angefangen, Altipack, weil er so schnell wieder draußen war. Naja gut, so schnell war es. Es war bis zum Ende drin. Aber wir haben nie viel damit gemacht. Cedric hat es schnell bis zum Ende durchgekämpft, aber das kennt man ja von Cedric. Naja, so war das. Schön. Gut, da hinten ist, was gehört? Alter, ich dachte, du warst ein Feind. Ich wollte er mich gerade angreifen. Vielleicht wollte er wirklich mich angreifen. Du auch. Die Finken haben's in sich, glaube ich. Ist das, das ist dieses Opal, was ich der Helligkeit irgendwie färbt. Das ist ganz lustig. Ist das hier, das ist Manganis, war Mangan. Manganerz. Oh Gott, Wasser. Dankeschön. Auch nicht, erntbar. Na gut, was soll's. Zack, zack, zack. Jetzt mal schnell einen Weg hier zum Kupfer hochbauen. Aber wunderbar. Die erste Folge ist zwar ein bisschen was mit Erzen und so weiter, aber das werden wir ja schnell geregelt bekommen, glaube ich. Aber die scheinen wirklich nicht die Diamantenrate so hoch gemacht zu haben. Aber egal, wir sind ja schon hartgesottene Minecraft-Spieler. Da schaffen wir das ohne zu drucksen. So, gut. Silent Hill. Promise. Ist die überhaupt erlaubt, die Musik? Keine Ahnung. Ich denke schon. So. Schön. Ist immer noch Nacht. Aber wir haben Zugang zur Höhle. Ist wunderbar. Zack, 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 zack. Alles rein. Boah, 57 Kohle. Also da dürfte uns erstmal nichts mangeln, glaube ich. Schön. Dann Brote sind fertig. Alles perfekt verbraten. Eisen haben wir 2. Das ist ein bisschen schade. Kupferrüstung ist schlecht wie Sau. Das kennen wir ja noch aus Altipack, aus der Singleplayer-Altipack-Serie, die mal kurz lief. Bis wir dann mit Cedric eingestattet sind. Eine Spitzhacke wäre mir auch lieb. Ah, da oben ist auch wieder ein lustiges Zeug. Hier ist Aluminium, glaube ich. Pam's Harvest Craft ist hier drauf. Also das ist alles, was das Herz begehrt. Aber Hunger Overhaul passt halt nicht. So. Und es wird langsam wieder Tag. Da werden wir mal unsere Sachen eigentlich zusammenpacken, wenn wir das können. Da müssen wir Scheiße hinterlassen. Ja, die Sachen zum Beispiel, die hinterlassen wir. Boah, die sind mir ganz wichtig, diese Blumen. Bücher. Kiste können wir mitnehmen, aber die Bücher sind und die Paintbrushes. Die Sachen können wir echt hier in der Truhe lassen. Die nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Und das nehmen wir mit. Schön. Haben wir sonst irgendwie Müll, den wir abladen können? Sonst sieht es mir eigentlich relativ... Aha, das Blue Sapling. Ja gut, wir nehmen trotzdem mit. Das ist alles Müll, brauchen wir nicht. Schön. Tag geworden. Wir trauen uns wieder raus. 1500 Schläge, alter Verwalter. Noch Spinnen? Sind die noch aggressiv? Keine Ahnung. Ah, die kloppen sich mit diesen Guards. Von... Oh Gott. Oh, eine Truhe. Oi, nehmen wir mit. Alter. Ein Holz. Doch, die Spruce Saplings. Warte mal, die 8 können wir auch zerkleinern. Nehmen wir sogar die Spruce Saplings wieder mit. Ach, ich dachte schon, was brennt hier. Das ist natürlich dieses Lagerfeuer. Lustig. Hier sind überall Kisten verstreut. Ich kenne das alles. Ist aber auch gut, dass ich das nicht kenne. In jeder Serie muss ich mich informieren. Hier einfach nur drauf losspielen. Dein Ernst. Wir können natürlich nichts mitnehmen. Die tun ja nichts. Die bewachen wirklich alles. Die, wenn sie angegriffen werden. Sand. Tschüss. Spinnenauge und das Ding, ja. Gut. Ja, Tag. Ui. Lustig, echt. Die schießen den Babyzombie ab. Klasse. Oh Gott, hier haben wir ganz schön viel Geißels.
Holy fuck. Endergolem. Vier Schläge mit einem Hit. Nee, danke. Eieiei. Alter, der Endergolem lässt sich nicht angreifen. Ist das heftig. Das sind, glaube ich, Fahrländers-Modifikationen. Ja, die können auch wirklich nur mit Bögen was machen, dass er sich nicht wegteleportiert. Ist lustig. Und mir gefällt das Biom. Alter, was ist das denn hier? Ist das ein Baumdungeon? Und ich merke gerade im Matmos. Nee, es ist doch keine, Ui. Creeper. Hallo. Ja, okay. Da kommt er eh nicht mehr weiter. Oh, okay. Nö. Gehen wir mal lieber. Ach, da oben, der ist auch lustig. Da oben sind Spawner, Floating, diese Dungeons. Und Korallenriff gibt's hier. Es ist sowas von genial. Dieses Modpack ist wunderbar. Übrigens erhältlich im AT-Launcher. Könnt ihr es einfach runterladen. Hexplored. Weil man hier alles wirklich erkunden kann. Wegen Explored und halt Hex wegen. Weil es wirklich stark an Hexen erinnert. Und weil es auch ziemlich genial ist. Deswegen heißt es auch Hexplored, weil es ziemlich genial ist. Aber nee, das ist genial, dass es an Hexen erinnert. Das meinte ich viel eher. Ja, ich würde mich am liebsten in so einer vorgemachten Struktur wieder niederlassen. Das fand ich bisher immer ganz gut. Oh, ich bin so aufgeregt. Das ist echt ein geniales Modpack, ey. Geh mal auf, Geier. Ach, das ist Dungeon Mobs. Cockatrice. Die macht einen in einem Hit down. Das ist nicht so schön. Sandstein, okay. So, dann. Dryaden! Die haben das nicht eingestellt, dass die das aggressiv ist auf einen. Ja, die sind ja ganz friedlich. So Naturwesen sind das, so mythologische Naturviecher, glaube ich. Lava, okay, für unsere Smeltery nicht verkehrt. Oh, wo sollen wir uns niederlassen? Das ist so eine Frage. So ein Sandstein ungern. Der Sandstein mag ich jetzt nicht wirklich so. Was ist das für ein Baum? Ah, Die Trees sind hier. Also hier ist alles drauf. Es läuft so sauflüssig. Wir spielen auf Fahr mit 120 FPS. Ich rieche da so ein bisschen Shader. Muss ich mal gucken, wenn es läuft. Wenn es nicht läuft, wenn es nicht gut läuft, dann müssen wir halt ohne spielen. Aber das ist FPS-technisch, kann ich mich nicht beklagen, auf Fahr. Mega Planpack, mein Lieblingsmod, wenn es um Dorf. Dann lassen wir uns erstmal im Dorf nieder. Okay, ist irgendwo ein Dungeon in der Nähe. Stinging Nettle. Ich liebe euch. Da gibt es bestimmt auch viele Schmieden. Und Tickers Construct Anfängerhäuser. Ich glaube, in so einem Tickers Construct Haus lassen wir uns die, weil die sehr schön sind eigentlich. Finde ich ganz gut. Oh. Eine Dorftaverne. Oh ja, klar. Hier gibt es ja auch die guten Dorfbewohner. Nur noch. Ach, es dürften ja eigentlich nur noch zwei Penisnasen geben. Bitte auch mal die Erde möchte ich gerne zu bauen haben. Und Tafwasserdorf. Hier, Kristalle gibt's hier. Und auch eine neue Modifikation. Ich glaube, der hat was falsch gegessen. Aha. Und dir geht's doch gut? Glaube ich weniger. Hier ist eine Dorftaverne. Oh, denen geht's scheiße. Dem geht's wirklich scheiße. Der hat Aggression. Da wird der aggressiv. Ach, hallo. Die möchte. Dein Ernst? Was sind das für beknackte Wachen? Lass uns doch nicht hier nieder. Ja, okay. Haben sie dir einen Tresen zerbombt? Was sind das denn für ekelhafte Geräusche? Wer sabbert denn hier rum? War bestimmt gehört im Video so dezent. Ist das hier, wo der Typ vergiftet wurde? Nee, denen geht's doch gut. Landmine, genau. Ich gebe dir Landminen. Ja, mit Crafting-Tisch.
Die Dorfbewohner-Geräusche sind so gut. Husten, niesen, machen die alles mit Mattmaus, ist zu gut. Da haben wir unsere Kiste, da können wir jetzt wirklich diesmal alles drin lagern. Ist dann doch für den Anfang noch praktischer. Gut, sagen wir mal, das soll's gewesen sein. Gläser zerspringen. Ah, Obsidian Pickaxe Head. Gehen. Genau, schnief. Sind ja echt alle erkältet. Gut, vielen Dank fürs Zusehen für die erste Folge von dieser genialen Serie, wie ich finde. Wie gefällt euch die Serie? Bewertet dann bitte die Serie mit Daumen hoch, Daumen runter, wie ihr seht. Aber natürlich Daumen nach unten, natürlich nur, wenn ihr es begründet sagen könnt. Aber ich finde, da besteht eigentlich auch gar kein Anlass zu. Also über einen Daumen hoch würde ich mich sehr freuen, das sage ich einfach mal so. Und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die Serie findet. Ich finde sie was genial und mindestens genauso genial wie Hexit. Und das sollte man definitiv eine gute Chance geben, sich zu entwickeln. Gut, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und tschüss.